zurück auf Mamas Kanal. Heute gibt es wieder eine Verlosung. Genau, ja gut, eine Verlosung. Ja, ihr wisst ja noch von meinem Aufgebraucht-Video, ne? Wer kann es gebrauchen? Kommt heute wieder diese Mega-Verlosung. Und wir fangen, ohne zu schnacken, einfach mal sofort an. Ich habe das erste schon vorbereitet und es geht um die Lippenpflege. Ja. Du bist dran, du musst mir die geben. So, genau. Es geht um die Lippenpflege, ne, von Hypoallergenik. Da habe ich euch ja den Stift gezeigt und das ist der erste, worum es dann geht. Genau, es haben 14 von euch Interesse gezeigt an den Produkten und wir fangen jetzt aber mit den ersten schon mal an. Und Monique zieht dafür den ersten wieder und ich habe hier meinen grünen Edding und dann kann ich das alles schön notieren. Ja. Also, los geht's. Wieder so gut verteilt ist wie voriges Mal. Schauen wir mal. Hoppala. Oh. Und dann. Moment. Hä? Ich habe das Gefühl, als ob was runtergefallen wäre. Ist doch nicht. Ich dachte, wäre eine Büroklammer runtergefallen. So. Nummer 1 geht an. Mal schauen, wer die Lippenpflege bekommt. Blackberry. Blackberry Godzilla. Ja. Godzilla, nein. Lippenpflege, da haben wir sie. Genau. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst schon mal die Lippenpflege. Jetzt müssen wir unsere ganzen Dinger hier wieder rausnehmen und wir tun die einfach mal da vorne hin. Genau. Oh, hier ist noch ein Zettel bei. So, jetzt geht es nämlich um den Highlighter. Genau. Machst du mal eben? Das ist der kleine Stift. Genau. Jetzt geht es nämlich um den My Little. Was ist los? Nix. Schlechte Laune? Nein. My Little Beauty Highlighter Stick. Genau. Und Monique. Was ja? Matja. So, Monique guckt jetzt wieder hier. Was sind das hier alles für durcheinander? Hallo. Da war nämlich die Klammer. So, genau. Wir müssen jetzt halt gucken, wer wo was wieder hier mitmacht, nicht? Ja. Also, den Highlighter. Da brauchen wir die Daria. Daria? Ja. Hast du schon? Gut. Dann Highlighter. Miss Miezeplüsch. Gucken wir, ob du die so erkennst. Kann man ja erkennen, ne? Ja, das ist auch nicht. Auch nicht. Nee. Oh, haben wir sie hier liegen? Genau, Miss Miezeplüsch. Den Highlighter. Dann haben wir noch für den Highlighter. Jetzt muss ich erstmal gucken. Für den Highlighter. Die, also das war jetzt die 2. Die Julia Beck. Na, hast du so? Ja. Ja, dann kannst du gleich wieder zumachen. Julia Beck, dann die Doris Schmalebach, die habe ich hier. Moment. Geh mal her. Hab schon den ersten. Andersrum. So, Doris Schmalebach hatten wir jetzt. Dann haben wir die nicht, die Petra Pliester. Müssen wir mal eben immer reingucken. Moment. Warte, nicht aufmachen. Können wir gleich zulassen, weil du brauchst es nicht wieder. Jetzt kannst du es aufheben. Also. Und dann haben wir noch die Heike Faber. So, Petra Pliester, Heike Faber. Da ist sie. Dann haben wir nochmal den Highlighter Juru. Die liegt da hinten, glaube ich, offen. Juru. Genau. Juru.
Dann dann war es da. Nee, dann haben wir noch die Blackberry Lucilla auch. Hier ist sie. Genau. Gibst du mir mal eben zwei Klammern. Danke. Bitte. So, dann haben wir als zweites halt jetzt den Highlighter von My Little Beauty, ne, von der My Little Box. Und ja, viel Glück. Schauen wir mal, wer den bekommt. So, Highlighter geht an. Ah, ich sehe schon, die Heike hat gewonnen. Die Heike Fahrbach? Ja. Gut. Die hat Heike gewonnen. Muss ich nicht zeigen? Die hat gewonnen, ich sehe es auch so. Ja, aber du musst es ja zeigen. So, okay, Heike, herzlichen Glückwunsch. Du hast halt den Stick gewonnen. Ja, das Hitzespray. Hitzespray. Ist das lila mit da? Genau. Jetzt geht es hier um das Hitzespray, ne? Was ich für euch habe. Und da gucken wir jetzt. So, wir hatten den Highlighter. Hitzespray haben wir jetzt die Nummer 3. Das ist Books and Zelda. Ja, wo? Ach, da haben wir ja auch noch welche drin. Da haben wir Books and Zelda. Dann haben wir die Nummer 3, Beautyholic. Monique kennt sich schon gut aus. Nein. Ja, sag mal. Wo ist sie denn? Ich glaube, ich hab sie. Oh. Nee. Nee. Ja, wo ist sie denn hin? Hallo. Nee, Baby. Ach, hier ist doch auch noch eine. Ah, hier. Ah, nein. Beautyholic. Beautyholic. Beauty. Ist da jetzt was runtergefallen? Wartet mal eben. Oh, das ist ein Chaos hier heute. Ah, hast du sie? Da schon wer runtergefallen? Ich habe sie. Entschuldigung. Beautyholic. Ja. Bist du sicher? Ja. Stimmt, Monika hat recht. Und dann brauchen wir die Claudia. Claudia. Guck mal, die liegt da vorne offen. Die Claudia, ja. Genau. Claudia. Das ist jetzt die 3. Dann brauchen wir die Julia Beck. Julia Beck. Nein. Ach, die habe ich. Dann haben wir... Das ist nichts. Das ist auch nichts. Dann die Petra Pliester. Ich habe sie. Dann tue sie direkt rein. Dann haben wir die... Nee, Heike wollte das nicht. Die Juru. Und Lea Mums. Das ist ja wie Dienstspiel, ne? Und Blackberry Lucilla. Die ist schon hier. Genau. Hitzespray ist weg, Highlighter ist weg. So. Dann haben wir die nächsten wieder für halt das Hitzespray. Viel Glück. Toi, toi, toi. Genau. Dann schauen wir mal, wer das bekommt. Und gewonnen hat das Hitzespray. Die Beautyholic. Beautyholic. Herzlichen Glückwunsch, Hitzespray. So. Als viertes haben wir dann das Loose Powder mit dem goldenen Deckel. Nee, mit dem goldenen. Ja, genau. Ja, jetzt geht es hier um das Steve Laurent Loose Powder. Da haben wir einmal Books and Zelda. Wer sucht, der findet.
Books and Zelda habe ich. Dann haben wir Julia Beck. Die habe ich doch gerade gesehen. Weiß ich nicht. Da ist sie. Julia Beck. Dann haben wir die Doris Schmalbach. Die habe ich hier. Dann haben wir die Babsi Makowiak. Babsi habe ich. Babsi. Dann haben wir die Petra Pliester. Die habe ich. Dann haben wir die Heike Fahrbach. Die liegt hier rum. dann kannst du schon mal die Juru suchen. Hab ich? Ja, Entschuldigung, ich bin da schneller. Und dann Nummer 4, haben wir die hier auch noch. Blackberry Lucilla. Aber das ist ja wie so eine Fliegenklatsche. Blackberry Lucilla. Hallo, nicht runterschmeißen. Blackberry Lucilla. So, jetzt geht's um das Loose Powder. Jetzt haben wir alle zusammen. So, dann wollen wir mal schauen, wer das bekommt. Ja. Das Loose Powder hat gewonnen. Nicht einmal benutzt. Die Buchsen Zelda. Buchs and Zelda. Also bis jetzt ist es ja hier gut aufgeteilt. Das Loose Powder. Wahnsinn. Jetzt sind wir bei Nummer 5. Und Nummer 5 ist der Love Lippenstift. Nee, ja, genau. Der Love Matte Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick. Wirklich auch nur einmal kurz gebraucht. Und ja, wollen wir mal gucken. Nummer 5. Beautyholic. Ich habe Beautyholic. Ich habe Beautyholic. So, Monique, ich sagte schon mal den nächsten. Nächste ist Claudi. Ja. Mal eben. So, Nummer 5, Claudi. Hast du? Ja. Dann Julia Beck. Ach, da müssen wir sogar ausschütten. Eben auf. Ein kleines Chaos hier schon wieder. Was habe ich dir gesagt gerade für einen Namen? Beautyholic, ne? Ja. Musst du nochmal raussuchen. Ich glaube, die habe ich hier. Bin mir aber nicht sicher. Ich muss das einmal aufmachen. Yeah. Beautyholic, genau. Nummer 5, Love. Dann Claudi, ja. Das war die. Nee. Julia Beck. Muss auch irgendwie mal. Ich glaube, ich habe sie. Ja, Julia Beck. Dann haben wir Babsi Makowiak. Habe ich. Ich habe sie schon. Dann Petra Pliester. Hat sie. Yay. Yeah. Heike Fahrbach. Wahnsinn, ey. Mir rutscht schon wieder was. Ah. Heike Fahrbach. Dann Juru. Hab sie. Ja. Tu sie rein. Lea Mums hab ich jetzt hier schon. Und boah, mal gucken. Und noch Blackberry Lucilla. Ich glaube, das war hier, ne? Muss man eben aufmachen. Blackberry Lucilla. Ja. Alles klar, da geht es jetzt um den Love Lippenstift in Matt. Ja, wollen wir mal schauen, wer den jetzt gewinnt.
Der Nachlippenstift geht an. Die Heike hat gewonnen. Heike Fahrbach, Love Lippenstift. Okay, dann haben wir die Nummer 6. Das ist der Hypoallergenic Lipstick. Der rote da hinten. Genau. Der Hypoallergenic Lipstick. Na, was ist denn hier ausgefallen? Das ist dieser hier. In ja. Matt auch. Da geht es jetzt drum. Dann brauchen wir Beautyholic. Wenn du dir nicht sicher bist, dann mach. Ich hab's schon, glaube ich. Ja. Beautyholic. Dann haben wir Julia Beck. I like it. Julia Beck. Dann Petra Pliester, Heike Fahrbach, müssen wir wieder zumachen, die Heike, das ist ja die Nummer 6 gewesen, genau, Juru. Juru ist blau. Also achso, merkst du dir das? Ja. Und Blackberry Lucilla. Nee. Monique ist gut. Also geht es jetzt um den Hypoallergenik Lippi. Ja. So, schauen wir mal, wer den bekommt. Der Hypoallergenik Lippi, auch wirklich nur einmal kurz gebraucht, geht an die Petra. Petra Pliester, die Nummer 6. So, jetzt haben wir die Nummer 7. Jetzt neigen wir uns langsam dem Ende zu. Das ist die Mascara. Mascara ist... Nee. Die da. Genau. Mascara. Also die Nummer 7, ne? Da haben wir hier die XXL Extreme Lashes Mascara von Lacura. Das ist sie. Genau. Ja, das ist sie. Die 7. Warte, ich gucke eben, was hier drauf steht auf meinem schlauen Zettel. Renate Retterot. Retterot ist Hammer Renate. Und dann haben wir die Julia Beck. Julia Beck. Wo ist denn die Frau Beck? Ist, Ich hab sie. Doris Schmalebach. Doris, ach Gott. Wo ist sie denn? Da ist sie. Dann Petra Pliester. Nee. Ah. Heike Fahrbach. Heike Fahrbach ist... Nein. Ach, ich hab sie. Juru. Juru. Hab ich? Oh. Lea Mumps. Lea. Das war, glaube ich, so ein großer Zettel. Das ist sie. Ja, Lea Mums. Und noch, ich glaube, Blackberry Lucilla. Nee. Nicht? Nee. Nicht. Okay. Dann. Okay. Alles klar, dann geht's jetzt um die Mascara. Mascara geht an. Renate hat gewonnen. Renate. So, das war die Mascara. Ja. Super, dann haben wir die Nummer 8. Nummer 8, Nummer 8, Nummer 8. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Hat nicht jeder Nummer 8. Ist Julia Beck? Achso, wir müssen erstmal gucken, was Nummer 8 ist. Der Blush, das Herz. Das Herz ist das hier. Genau, das Herz, besser, was noch davon übrig geblieben ist. Ne, das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und einmal Julia Beck. Julia Beck,
Da ist sie. War das jetzt die 7 oder die 8? 8. 8. Julia Beck, Doris Schmalebach. Petra Pliester. Petra. Heike Fahrbach. Juru habe ich. Und dann haben wir noch Blackberry Lucilla. Blackberry Lucilla. Habe ich hier. Alles klar. Geht es jetzt um das, um den Blush, um das Herz, was noch übrig geblieben ist. Es tut mir leid. Das ist mir ja selber hingefallen. Naja, schauen wir mal, wer den Blush bekommt. Schauen wir mal. Okay, dann. Also, diesen halben Blush bekommt noch. Die Juru bekommt sie. Juru! Also Nummer 8. Ja. Genau. Dann haben wir die Nummer 9. Nummer 9 ist. Ja, genau, die Monolidschatten. Gib mal beide raus, die da noch liegen. Ja. Da haben wir jetzt, glaube ich, eh nicht mehr so viele. Dann nehmen wir jetzt erstmal diesen lila Monolidschatten, diesen Blitzerlidschatten. Na, so rum. Da haben wir nämlich die 9. Wer hat bei der 9 mitgemacht? Julia Beck. Habe ich. Petra Pliester. Habe ich. Ich bin schneller. Heike Fahrbach. Ja. Dann haben wir Juru. Die habe ich schon hier. Nicht, dass du den Wolf suchst. Die 9. Und Blackberry Lucilla. Blackberry Lucilla. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Dadam, bam, bam. Weg ist es. Blackberry Lucilla. So. Jetzt geht es erstmal um diesen lila Monolidschatten. Und dann haben wir noch einen und dann haben wir es geschafft. Ja. Gucken wir mal, wer den ersten hier bekommt. Die Nummer 9. So, das ist die Nummer 9 lila. Oh, die Heike. Heike Fahrbach? Ja, die Heike. Die räumt aber heute ab. Lila, schreiben wir mal dahinter. Und dann haben wir noch halt den güldenen, ne? Ich glaube, da haben wir goldenen, jetzt... Goldenen, oder? Ja, genau, den güldenen. 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 Die Nummer 10. Nummer die Nummer 10 ist Julia Beck. Denn da. So, Julia Beck, die 10. Dann haben wir die Petra Pliester. Dann habe ich die Heike Fahrbach. Habe ich hier schon. Dann Juru. Ja. Und noch Blackberry Lucilla. Jawohl, jawohl. Jetzt geht es um den letzten, um den goldenen Monolidschatten. Und dann sind wir durch.
den bekommt. Die Blackberry. Blackberry, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst den. Die Nummer 10 in Gold, haben wir gesagt. Genau. Ja, damit sind wir durch. Und wir haben jetzt Gewinner. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gewinner von 14. Also die Hälfte hat gewonnen. Abräumer des Tages ist die Heike Fahrbach. Genau. Was war das? Was war daher geflogen? Die hat 3 Produkte gewonnen. Und ja, genau. Ja. Ich muss erstmal gucken, ob ich alle Adressen habe. Und ich schicke euch das natürlich dann alles zu. Das war die Verlosung zum Aufgebraucht und Aussortiert. Wer kann es gebrauchen? Mhm. Video für April. Und ja, alles ist wieder an den Mann gekommen. Ja. Freue ich mich drüber und weg. Ich weiß nicht, kommen wir es ja immer noch. Aber schön, dass alles jetzt wieder einen neuen Besitzer findet. Also ich schicke euch das alles zu. Und das war unsere Verlosung quasi für heute. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Vatertag. Wunderschönen Vatertag, genau. Genau. Dass wir die Männer mal hochleben lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und macht es gut. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.